Der Radwegbau an der Staatsstraße 100 zwischen Bautzen und Kamenz geht weiter. Laut den Planungen der Stadtverwaltung Bautzen soll in diesem Jahr das Teilstück zwischen der Ortslage Blanschütz und dem Industriegebiet Salzenforst gebaut werden. Damit wird schon eine seit langem erhobene Forderung der dort ansässigen Betriebe zur Verkehrssicherheit ihrer radelnden Mitarbeiter erfüllt. Bereits fertig, aber noch nicht freigegeben, ist der Radweg zwischen dem Industriegebiet und dem ebenfalls neu errichteten Kreisverkehr in Richtung Jannowitz und Dreikretscham. Laut Landesamt für Straßen und Verkehr können die Restarbeiten nur bei Frostfreiheit ausgeführt werden und sollen so bald wie möglich erfolgen. Hier wechselt der Radweg die Straßenseite und endet. Eine Weiterführung in Richtung Prieschwitz ist vorerst nicht geplant.